verschiedenen Läden und dann habe ich ein 10.001-Teile-Puzzle gefunden. Hey, ich glaube, ihr habt's nicht kapiert. Ich brauche Hilfe dabei. Ich kann das Puzzle nicht allein machen. Na los! Was soll denn das alles? Jana Tetrazzini hat ein 10.000-Teile-Puzzle gemacht und war im Fernsehen. Und ihr helft mir jetzt, ein 10.001-Teile-Puzzle zu machen. Denn ich verliere nicht gegen Jana, verstanden? Du solltest andere nicht als Konkurrenten sehen. Es sei denn, es sind die Tetrazzinis. Die sind furchtbar. Na los, mach Kaffee, wir puzzeln. Und wie viele Teile sind da drin? 10.001. Ich gehe jetzt. Was ist mit dem Puzzle? Was ist mit dem Puzzle? Ja, ich hatte vergessen, dir zu sagen, dass Jasper heute auftritt. Da ist so ein Jodelwettbewerb, bei dem er mitmacht. Und da gehe ich hin. Nein, nicht heute, Henry. Wie bitte, was? Nein, nicht heute. Henry, wir haben neulich mal über dich gesprochen. Ja, denn uns ist aufgefallen, dass manchmal... Drei Piepse auf deiner Uhr ertönen. Dann kommt eine dumme Ausrede und du verlässt für Stunden das Haus. Dumme Ausrede ist doch nicht wahr. Ach nein, du hast uns mal mitgeteilt, dass Jaspers Wasserbett in Brand geraten ist. Ja, oder dass dich deine Lehrerin Miss Shapen gefragt hat, ob du ihr mal die Haare von ihrem Knöchel abrasierst. Und du hast einen Vogel mit Menschengesicht auf der Straße gesehen. Und dann hast du zwei Vögel mit Menschengesicht auf der Straße gesehen. Wartet mal, können wir nicht später darüber reden? Bitte! Wenn ich von Jaspers Beatboxing-Wettbewerb wiederkomme. Ich dachte, er ist heute bei einem Jodelwettbewerb. Er tut beides. Nein, nicht heute. Ich gehe jetzt mal pinkeln. Daran sollten wir ihn nicht hindern. Wohin willst du denn? Bist du verletzt? Alles okay. Henry? Hör zu. Wir wissen, weshalb du immer Ausreden erfindest und dann stundenlang das Haus verlässt. Ach ja? Du hast ein Geheimnis, das wissen wir genau. Echt? Ja. Und wir wissen, was los ist. Du bist ein super Workaholic. Ja, ja, deine Uhr, die ich merkwürdig finde, piepst immer. Und dann rennst du zur Arbeit. Aber nein, sie piepst nicht immer. Ein blödes Timing. Gib mir die Uhr. Ich gebe sie dir wieder, wenn wir mit dem Puzzle fertig sind. Und dann kannst du zur Arbeit. Vergiss dein Telefon nicht. Er legt das Ding nicht aus den Händen.